Huch, bin ich denn jetzt? Finden Sie einen Weg in die San Cristobal Krankenstation? Ach, da will ich gar nicht rein. Ach, das, da habe ich. Ach, Krankenstation, weiße Krankenhaus von innen. Nee. Vergessen Sie die Tür. Die Masters haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Ich will aber nicht. Kann der Grendel nicht für mich gehen? Grendel, geh doch mal für mich. Mach doch mal. Was ist denn der Plärrer? Mit dem. Auf dem Plärrer? Ist das ein Platz? Mach Speed gegönnt. Du machst Speed dran. Hat wie sehen, ey. Ah, Oktoberfest, klein in Augsburg. Echt, das war gestern. Bei uns war gestern schon beschissenes Wetter. Den ganzen Tag. Und dann gestern Abend noch Gewitter. Ich habe jetzt lange nicht geschrien, ne? Also es ist ja ziemlich ruhig gerade. Muss man ja mal sagen, ne? Kriegst du das auch ruhig mit seinen Bits? Und dann ist es entspannt. Es lief schon mal besser bei uns. Ja. Weißt du, gerade voll wenig Speicherpunkte und jetzt hier an jeder Ecke und Kante wieder ein, ne? Ah. Also obwohl ich eingepinnt bin, habe ich die teilweise schreien gehört, Lauch. War schon wieder das. Da hast du Wahnvorstellungen im Traum gehabt, du hast geträumt. Ich bin Coleman. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichlich in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage? Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Molis Büro ist am wahrscheinlichsten. Kannst den Schwierigkeitsgrad nicht mehr nach oben und nach unten stellen. Wenn du einmal dran bist, kriegst du ja. Das geht nicht. Aber es freut mich für dich, Maeve. Das ist schön. Ich freue mich, wenn das Wetter wieder ein bisschen wärmer wird. Und nicht mehr so regnet. Dass man dann mit dem Hund mal richtig schön spazieren gehen kann. Und da bin ich gerade gekommen, ne? Da war verschlossen. Ne, da muss ich hier durch den Lüft durch, oder was? Oder bin ich nicht gerade von hier gekommen? Ich bin völlig... Was ist denn nochmal das Dings gesperrt? Ne, von da sind wir gekommen, ne? Leute, wo muss ich hin? Guck mal da mal drauf. Na los, also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Beiderseitiger Vorteil. Ich hab das Risiko und du sitzt da in deinem Büro drin und kann man nicht sagen, ich habe durchgespielt. Musste ich irgendwann leiser stellen, weil ich immer erschreckt bin. Was? Wissen Sie was? Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme haben. Sagen Sie mir einfach vor. Tragische Fälle. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Der Beruhigungsraum, da gehen wir jetzt rein. Ich beruhige mich erstmal eine Runde. Der Beruhigungsraum, geil. Ah, erstmal beruhigen hier. Oh ja. Oh, ich fühle mich schon beruhigt.
Warte mal noch mal rein. Kann ich dann auf die nächste noch mal? Zugriff. Braucht den Schachtzugang, ne? Oh, Maeve, ich muss Alien Isolation spielen. Ich hab voll die Panik, ey. Ich schleich mal sicherheitshalber, man weiß ja nie, ne? Das Alien ist sehr aktiv hier auf der Station. Nein, nein, das ist der falsche Weg. Will mich verarschen? Das war der richtige Weg hier. Da? Ach nee, da komme ich gar nicht hin, ne? Oder? Ich wäre jetzt so hier unten runter und dann hier, hier, hier. Na gut, wenn er sagt, es ist falsch. Was? Ach du Armer? Ja, ja, klar. Tragische Fälle, wirklich. So weit weg vom Rhythmus der Erde. Von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Da fängt der Geist an zu wandern. Tragische Fälle. Morley hat zu viel Zeit mit ihnen verschwendet. Die hätten nie hierher kommen sollen. Niemand hätte je hierher kommen sollen. Dieser Ort war so vielversprechend, als ich hierher kam. Eine Tragödie, eine Verschwendung meines Talents. Hallo Live, grüß dich, Hallöchen. Ich habe das damals vor, ich meine 8 Jahren war das, hätte ich das fast durchgehabt. Und dann ist mir die Festplatte gecrashed. Dann habe ich es auch nie wieder den, genau, die Musik gehabt. Und jetzt habe ich heute halt gesagt, wenn wir unser Goal heute schaffen, dann spiele ich das. Und ja, dann haben sie natürlich eskaliert hier. Oder sind sie eskaliert und jetzt, naja, jetzt sitze ich hier. Sie sind da. Das ist Morleys Büro und der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Ja, 1702. Morley trug immer eine bei sich. Finden Sie ihn. Warnung. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Warnung. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Das ist der Xenomorph. Soll das sonst sein? Alter Falter. Aber ich laufe richtig, ne? Hier, hier, da vielleicht. Was ist das nochmal? Speicherpunkt, ja. Da sehe ich mich. Ah!
Ich will nicht! Ah! Nein! Du sagst das so in deinem jugendlichen Leichtsinn, Grendel. Boah. Ja, bist du wahnsinnig? Du kannst mich doch nicht so erschrecken, du Zipfelklatscher! Alter, wer war das? Eismox. Dankeschön, 150 Bitties. Ah. Scheiße. Scheibenkleister. Dankeschön und willkommen. Ei, ei, ei. Kurz vor den Speicherstand, ne? Ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichlich in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage. Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Ja, das Problem war jetzt wirklich, dass ich zu lange darunter gewartet habe, ne? Ich habe zu lange gewartet, ich hätte mich bewegen müssen. Schade. Ich war wirklich kurz vorm Speicherpunkt. Gehen Sie weiter. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach... Tragische Fälle. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Nein, nein, das ist der falsche Weg. Ach, der geht mir auf den Sack mit falschem Weg. Das ist der richtige Weg. Der Zipfelklatscher, ja, ja. Natürlich die Frage, kommt das Alien da immer? Ganz genau, diesen Korridor entlang. Oder war das random? Es
der Hulk ist auch schon lange hier. Er ist nur im Lurk. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Er lacht sich bestimmt tot die ganze Zeit. Finden Sie ihn. Warnung. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Warnung. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Sie liegen im Bett. Sie fühlen Wärme und Geborgenheit. Eine ihnen nahestehende Person bereitet unten Frühstück für sie vor. Sie können es riechen. Es duftet köstlich. Sie sind in einem anderen Zimmer, aber nicht weit weg. Sie sind getrennt und doch verbunden. Schon bald werden sie wieder vereint sein. Boah, Leute, ich werd verrückt. Nein, wie war der Code denn? Boah, wie war der Code?
Ja, was würdet ihr denn machen? Jetzt ohne Scheiß. Eisbox, vielen lieben Dank für den Follow. Herzlich willkommen. Ich würde gern echt mal zwischenspeichern. Wäre das möglich? Im 60 und ratatatat. Ja, Herge. Ihr seid auch so ein ratatatat. Im 60 aus. Und mit Mollys und Borobum, ne? So, jetzt bin ich erstmal safe hier. Boah. Ich kann jetzt mal gucken, wie ich da hinkomme. Gibt es eigentlich einen, der da durchrennt? Nee, wa? Ich glaube, wenn du durchrennst, dann kommt das Alien direkt runter. Natürlich die Sache, wo gehen wir lang? Warte mal, gehen wir hier durch? Ah ja, ne? Nee, das ist jetzt das falsch. Hier komme ich nicht durch. Shit, wie komme ich denn da rein? Da nicht durchkommen. Hier, durch über die Leiter eventuell. Was mit einem 60? Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Ach, Grendel, verarsch mich nicht. Wie sollen das in 8 Minuten 39 gehen? Hätte ich auch sagen können. Ah, der Support-Balken ist voll. April, April. Gibt's nicht. Heimlich. Mich würde echt mal interessieren, wie da die Zeit ist. Alter Falter.
Das Problem ist bei diesem Spiel, wenn du dich ständig, wenn das Alien dich ein, zwei Mal im Schrank erwischt, dann lernt der oder lernt es. Und dann sucht den beim nächsten Mal wieder im Schrank. Leute, wo muss ich hin? Wie komme ich da hin? Minuten. Ich würde sagen, hier runter, ne? Hier? Oder geht das hier lang? Den mal sehen würde. Natürlich die Frage, ist das richtig da, ne? Der ist jetzt da in dem Gebäude drin, aber ich weiß nicht, wie ich da vorbeikommen soll. Boah, ja. Ja, ich habe ja gesagt, dann immer sonntags. Bis du hier ist. Und jetzt probieren wir mal weiter. Ich geh's da hier, obwohl da komme ich nicht hin, ne? Ich weiß es ja nicht, ob das richtig ist.
Oh Leute, helft mir doch mal, wo muss ich denn hin, ey? Verdammte Axt. Doch hier oben hoch, oder was? Ich renne die ganze Zeit hier im Kreis mit dem Alien. Fahrer. Ich habe Angst. Ich will nicht. Oder war das hier unten lang? Ich habe keine Ahnung, ey. Ist das denn keiner? Weiß das echt keiner? Aber da komme ich auch nicht durch hier. Das ist ja alles versperrt. Okay, da habe ich mich jetzt nicht erschrocken, aber vielen Dank für 150 Bits. Dankeschön. Ich bin echt überfragt. Ja, hier ist ja alles dicht. Natürlich die Frage, geht's hier weiter oder war hier Ende? Oder muss ich hier auf die zweite Etage? Aber wie will ich da hinkommen? Da komme ich ja gar nicht hin. Hier ist ja alles zu.
Das einzige Rohr war hier. Das scheiß Viech da schon wieder, ey. Aber warum kommt der denn da jetzt ausgerechnet lang? Die Bodenluken haben alle kein Strom. Aber guck mal, da zeigt, da ist was von Interesse, ne? Ich hasse die Krankenstation, ganz echt. Ganz ernsthaft, ich hasse sie. Ich glaube, das ist die schlimmste Stelle im ganzen Spiel. Ah, okay, von hier geht der auf. Da könnte man sich verstecken. Thank you.
So, jetzt müssen wir in dem, müssen wir hier gucken, ne? Müssen wir hier was finden. Oh, Alter, ey. Puh. Oh, mein Herz. Schon wieder da, ne? Aber man hört gar nicht, ist er jetzt drin, ist er nicht drin? Und auch wenn er sie erst drin ist, weiß man immer nicht, kommt er nicht in die, ne, springt er nicht hinter die raus wieder. Oben drin. War ich denn? Warte mal, waren wir hier? Habe ich denn da mal sehen? Hier war ich ja auch drin. In dem auch drin, in dem 28 war ich da auch drin, ne? Die futtern hast du nicht vorhin erst gegessen? Thank you.
Oh Mann, ey, wie willst du denn da an dem vorbeikommen? So, er ist wieder drin oben. Nein, ist er nicht. Und jetzt wieder zu ihm oben zurückschleichen. Boah, Alter. Euer Ernst? Jetzt ist er definitiv vor der Tür. Welchen Raum bin ich denn, falls ich sterbe? 29 ist die Schlüsselkarte. Denn ich komme nie voran. Boah. Oh, ein Glück. Jetzt hier links und dann nach da oben. Thank you.
Was soll passieren? Ich habe ja gespeichert. Das ist richtig, ne? Da oben hoch, ja. Leute, drückt mir die Daumen, ey. Drückt mir die Daumen. Das ist jetzt den Raum. Warte mal, da, da. Okay. Kann man mal machen. Succubus, grüß dich, hallöchen. Schon wieder da, ey. Der ist schon wieder da. Ich glaube es nicht. Der ist schon wieder da, der kleine Kacklappen. Müssen wir hier durch die Röhre? Nach hier oben, ja, ne? Hallo, grüß dich. So. Probier jetzt einfach. Ich muss durch die Speiseröhre. Der ist in der Decke, ne? Aber jetzt mal ohne Scheiß, wo muss ich lang? Muss ich jetzt hier durch, da durch? Dann hier durch? Und dann hier wieder zurück, oder wie? Tut mir leid, kein Licht. Das ist stark begrenzt. Wenn ich jetzt hier an den Schalter komme,
muss so wie ein Bärenpopo aussehen. Kann's nie ändern. Das ist Atmosphäre. Verdammt, Coleman! Sie wussten, dass dieses Ding hier ist! Das ist unfair! Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt der Zugangscode! 1702. Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen! Natürlich, natürlich! Was braucht ihr? Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren. So, ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Tja, Filmen. Tschüss. Gib ihm das Medikit. Ja, genau. Hier, Medikit, ey. Ich mach mal ein Pflaster drauf. Der Kopf hängt daneben, aber passt schon.